Mein Name ist Becherker Susanne, ich bin seit 1995 im Betrieb und habe da auch mit 21 begonnen zu arbeiten. Und nach 7,5 Jahren habe ich dann gewechselt in die betriebliche Ausbildung. Die Ausbildung wird bei uns in Theorie- und Praxisunterricht aufgeteilt. Das heißt, wir müssen einmal theoretisch alles erklären, was wir aber zum Glück auf dem Simulator auch umsetzen können. Das heißt, wir haben eine Signalfahrt am Simulator, da zeigen wir alle Signale her auf der Strecke, die man halt lernen muss mit der Zeit und erkennen muss. Wir gehen auch am Simulator Fehler suchen für den Ulf, was auch eine tolle Sache ist. Da können Sie alles üben, man hat das viel besser im Griff. Wenn dann wirklich auf der Strecke eine Störung kommt, kann man es viel besser umsetzen und die Züge wieder recht flott im Griff bekommen, dass sie wieder fahrtauglich sind. Und dann erst lernen die Herrschaften die Ustrap kennen. Das ist wieder eine eigene Schulung für die Ustrap, das ist diese Unterpflasterstrecke, da beim Matzensdorfer Platz, das kennen die meisten. Die Schüler haben halt dann auch am Bahnhof 18 Fahrtage mit den Lehrfahrern und danach haben sie nochmal ein Abschlussgespräch mit meiner Abteilung. Mein Name ist Karls Mahmazai, ich bin 21 Jahre alt und bin Fahrschülerin bei Wiener Linien. Ich werde wahrscheinlich auf den Linien 43er und der Linie 9 fahren. Man muss sich dabei bewusst sein, dass es eine große Verantwortung ist. Also die Ausbildung ist sehr interessant. Meine große Sorge war halt, dass ich mit der Technik Schwierigkeiten haben werde. Aber es wird einem alles so schön einfach erklärt und man kommt da mit. Also man sieht das in meiner Schule, 12 Teilnehmer, von denen sind 8 Frauen. Also man sieht schon den Unterschied, dass mehr Frauen auch als Straßenbahnfahrerin arbeiten. Aber ich würde mir auch noch mehr wünschen, dass noch mehr Frauen hier arbeiten.